euch herzlich willkommen hier zum Pöll-TV-Ratgeber, liebe Zuschauer. Wir werden uns in den kommenden Minuten mal ein wenig mit dem Thema Strom beschäftigen. Sie wissen, ein sehr präsentes Thema hier bei uns im Studio, aber sicherlich noch um ein Vielfaches präsenter bei Ihnen zu Hause. Denn Sie zahlen die Rechnung für den Strom, den Sie zu Hause verbrauchen. Und dementsprechend muss ich Ihnen nicht sagen, dass die Strompreise exorbitant gestiegen sind, gerade im Vergleich zu den letzten paar Jahren. Mittlerweile sind wir bei einem Durchschnittspreis in Deutschland mit Strompreisbremse von ungefähr 40 Cent pro Kilowattstunde. Und das hat natürlich nicht nur den Strompreis nach oben getrieben grundsätzlich, sondern natürlich auch die Abschlagszahlungen bei dem einen oder anderen. Jetzt versucht man natürlich, diesen hohen gestiegenen Preisen etwas entgegenzusetzen. Und da bietet sich das Thema Photovoltaik an. Hat man aber nicht unbedingt ein großes Dach zur Verfügung, wohnt in einer Etagenwohnung, so wie ich, in der zweiten Etage, wird es mitunter eng. Es sei denn, Sie schauen sich diese Lösung mal an, die wir jetzt für Sie vorbereitet haben. Und ich bin davon überzeugt, dass wir auch Ihr Portemonnaie deutlich entlasten können. Steckerfertige Balkonsolaranlagen, die sind einfach zu installieren, einfach in Betrieb zu nehmen, ja, und erfordern keine Atomphysik oder sonst irgendwas. Also das kann wirklich jeder hinbekommen, oder? Das kann jeder hinbekommen, der einen Toaster in die Steckdose stecken kann. Das klingt großartig, ja. Es geht um Solaranlagen, die Sie bei sich zu Hause auf dem Balkon oder wo auch immer anbauen können. Dieser Strom, der da geliefert wird, geht bei Ihnen in die Steckdose und dann wird aufgrund eines physikalischen Prinzips, was ein bisschen komplizierter ist, dieser Strom von Ihren in der Zeit laufenden Geräten zuerst erkannt, bevor Sie den teuren, wie du gesagt hast, also ja, wir liegen so bei 40 Cent pro Kilowattstunde, bevor dieser teure Strom benutzt wird, wird der Strom zuerst benutzt. Und der Strom, den Sie da benutzen, der fällt jeden Tag vom Himmel und verpufft. Den können Sie ganz einfach einsammeln mit unseren Balkonsolaranlagen. Wir haben drei tolle Angebote für Sie hier, womit Sie diesen, ja, wir nennen es mal Grundstrom, abfedern können. Und jetzt denken Sie, Mensch, diese Solaranlagen, die machen ja nur, wenn die Sonne scheint, das ist richtig. Aber es geht darum, dass Sie auch, wenn Sie jetzt bei der Arbeit sind oder wir sind jetzt hier zu Hause natürlich nicht, haben Sie immer noch Geräte, die in der Steckdose stecken. Denken Sie mal drüber nach. Und das läppert sich ganz schnell zusammen. So, wenn jetzt dieser Strom von dem Solarstrom gespeist werden kann, dann ist es eine enorme Ersparnis. Hier sehen wir mal so einen typischen Zwei-Personen-Haushalt, was die an Strom so brauchen. Die blaue Linie ist das. Das heißt, nachts ist so stetig so dieser Grundstrom. Morgens haben wir ein bisschen, mittags haben wir ein bisschen und abends natürlich dann ein bisschen länger. Aber das, was wir da unten sehen, dieser orangene Halbmond, kann man ja fast schon sagen, das ist Strom, den Ihnen Ihre Balkonsolaranlage liefern. Und das ist der Strom, den Sie nicht bezahlen müssen. Darum geht es hier. Das ist eine enorme Erleichterung, sage ich mal. Wir haben hier eine 300 Watt Solaranlage, Balkonsolaranlage, die steckerfertig ist. Das sind diese beiden Solarpanel und dieser Wechselrichter. Jetzt denken Sie, ja, aber dann muss ich, was ist ein Wechselrichter? Wie mache ich das überhaupt? Wie verbinde ich das? Ist das genau die richtige Größe? Und vor allem, wie installiere ich das? Und das wollen wir Ihnen eben mal demonstrieren. So sieht das aus. Die bringen Sie ganz einfach bei sich am Balkongeländer oder egal, wo Sie Platz haben. Vielleicht haben Sie auch einen Carport oder sonst irgendwas. Oder eine Hausfassade, da kann man die auch ranmachen. Da installieren Sie die. Die werden mit einem Kabel verbunden, mit dem Mikroinverter. Der wandelt diesen Solarstrom um in ganz normalen Hausstrom und das stecken Sie dann ganz einfach in eine ganz normale Schuko-Steckdose. Das ist die handelsübliche Steckdose hier. Sie müssen also nichts umbauen oder so oder einen Elektriker holen. Das können Sie ganz einfach selber machen und dann liefert diese Anlage hier bis zu 300, ja sogar 350 Watt. Der Wechselrichter kann 350 Watt. Ja. Wenn die Solarpanel sind ausgelegt auf 300 Watt, aber wenn mal richtig doll die Sonne raufknallt, dann kann das auch ein bisschen mehr werden. Also wir gehen mal von einer 300 Watt Solaranlage aus. Und Moni, wir wollen mal eben zeigen, wie einfach das zu verbinden ist. Ich nehme mal diesen Wechselrichter hier und dann gehen wir mal rüber zum Solarpanel. So kommt das zu Ihnen übrigens, die beiden Solarpanel und dieser Wechselrichter mit dem 5 Meter langen Kabel. Wollen wir rübergehen? Ich bleibe sitzen und trage die Verantwortung. Du trägst die Verantwortung, ganz genau. Sehr gut. Kannst eben mal kurz Pause machen. Das ist der Wechselrichter. Sie sehen, der hat hier Stecker dran. Das sind genormte Stecker, sogenannte MC4-Stecker. Und wenn wir jetzt mal die Kabel, die hinter dem Solarpanel sind, rausholen. Sehen wir, dass die einfach nur hier reingesteckt werden müssen. Das sind also vier Steckplätze, da kann man auch gar nichts falsch machen. Männlein, männlich und weiblich. Und wenn wir die jetzt reinstecken hier, ganz genau so, das eine Solarpanel,
Und ich nehme noch das andere Solarpanel. Das sind wirklich nur Steckverbindungen. Super. Dann bringe ich diesen Wechselrichter irgendwo an der Wand an. Und an dem Wechselrichter selber haben wir jetzt ein 5 Meter langes Kabel. Und Carsten, jetzt kommst du rein. Jetzt komme ich, okay, komm her. Das können wir jetzt nämlich ganz einfach in die Steckdose stecken. So, den Stecker, den kenne ich. Von meinem Toaster in der Küche, den kenne ich von meiner Stehlampe im Wohnzimmer und von diversen anderen elektrischen Geräten. Mein Fernseher hat übrigens einen ähnlichen Stecker. Und den nehme ich jetzt ganz einfach hier, zack, und packe den draußen an eine ganz normale Schuko-Steckdose. Und ja, genau, am besten die vom eigenen Haushalt, nicht die vom Nachbarn. Ganz genau, du willst ja was davon haben. Dein Nachbar würde sich wahrscheinlich auch freuen. Aber jetzt können wir hier tatsächlich bis zu 300 Watt Strom selber erzeugen, den wir nicht zu bezahlen brauchen. Wir sammeln das Licht der Sonne, das Tageslicht ein und supplementieren unseren Hausstrom damit. Das ist wirklich sehr fantastisch. So einfach geht's. Sie haben es gesehen. Wenn ich das hingekriegt habe oder wie gesagt wir drei, dann kriegen Sie das auch ganz, ganz einfach zu Hause hin. Und das ist wirklich fantastisch. Hier bekommen Sie 2 Solarpanel und die Gesamtleistung hier dann 300 Watt bzw. 350. Sichern Sie sich also hier unseren TV-Sonderpreis. Der liegt hier gerade mal bei 369,99 €. Und natürlich hier im privaten Gebrauch bitte zu benutzen mit der 0% Mehrwertsteuervariante. Kommt auch versandkostenfrei zu Ihnen. Und das ist wirklich fantastisch, dass man jetzt einfach seinen eigenen Strom hier abfedern kann. Und ich habe es bei mir zu Hause jetzt auch gesehen. Erst der eine Nachbar hat es angebracht auf dem Balkon und jetzt auch der direkt neben mir. Ja. Und da habe ich auch Bilder davon gemacht und Diana und Rebecca mal geschickt, weil ich bin so begeistert, wie einfach das doch geht, wenn man einfach nur einen Balkon zur Verfügung hat. Aber auch da geht es eben. Super. Das ist es ja. Es geht wirklich so kinderleicht. Es ist ein steckerfertiges System. Das müssen Sie wirklich nur bei sich zu Hause in die Steckdose stecken und schon erzeugen Sie Ihren eigenen Strom. Wir haben jetzt ein Sonderkontingent. Eben haben wir schon ein Sonderkontingent gehabt. Von der nächsten Anlage haben wir auch ein Sonderkontingent zu einem unglaublichen Preis. Die Preise gelten, wie du gesagt hast, für Ihren Privatgebrauch bei Ihnen im Wohnbereich, im Hausbereich und in Deutschland. Deswegen haben wir hier die Möglichkeit, Ihnen diese Anlagen mit 0% Mehrwertsteuer zu verkaufen. Jetzt sieht man ja ab und zu mal bei Discountern, habe ich jetzt am Sonntag wieder gesehen, unglaubliche Angebote. Da wird eine 600 Watt Solaranlage für 400 und ein bisschen angeboten. Hier sehen wir das mal. Ja. Bitte, bitte, bitte seien Sie da vorsichtig. Wir sehen hier, die wird als 600 Watt Plug-and-Play-Anlage verkauft. Aber wenn Sie das Kleingedruckte lesen, steht da, dass wir da 2 175 Watt Solarpanel dazu kriegen. Nach meiner Rechnung sind das 350 Watt und nicht 600 Watt. Ja. Die Angabe bezieht sich da wirklich nur auf den Inverter. Seien Sie da sehr, sehr vorsichtig bei solchen Angeboten. Unsere kommen mit der vollen Leistung. Und die nächste Anlage, die wir haben, liefert Ihnen eben auch 600 Watt. Wir haben hier 2 Solarpanel. Das wollen wir mal eben verdoppeln hier, ganz einfach. Sie bekommen jetzt nämlich 4 dieser Solarpanel, die Sie auch wieder ganz einfach anbringen können. Das ist genau das gleiche System. Auch hier werden die Kabel ganz einfach in einen Inverter reingesteckt und dann bekommen Sie hier sogar 600 Watt. Ich würde mal sagen, das müssen Sie selber wissen, wie viel Grundstrom Sie haben. Wenn Sie ganz alleine im Wohnen tagsüber nicht zu Hause sind, dann reicht vielleicht die 300 Watt Solaranlage. Aber wenn Sie schon zu zweit sind und vielleicht mal ein paar mehr Waschmaschinen laufen lassen, vielleicht hat der eine Homeoffice, dann würde ich tatsächlich zur 600 Watt Anlage greifen. Das liefert einfach mehr Strom. Und wenn Sie den Platz haben, dann sollte man sich hier das angucken. Wir haben hier mal den Stromverbrauch im Durchschnitt rausgesucht. So, jetzt sind wir bei einem Ein-Personen-Haushalt, sind wir bei 1,5 bzw. 2 Kilowattstunden Strom, 1.500 bis 2.000 Kilowattstunden Stromverbrauch pro Jahr. Das deckt sich auch mit meiner Erfahrung. Das sind so zwischen 550 und 740 Euro Kosten pro Jahr. Interessant wird es natürlich auch dann, wenn wir mal ein bisschen weiter runtergehen auf einen 2-, 3- oder 4-Personen-Haushalt. Ganz interessant übrigens auch der untere Abschnitt, 4 Personen mit einem Elektroboiler. Da springt das Ganze schon auf deutlich über 2.000 Euro Kosten pro Jahr an. Natürlich auch, was die Kilowattstunden und dergleichen angeht. Da kann man sich mal ein Stück weit orientieren. Vergleichbare Rechner gibt es übrigens auch im Internet, so Durchschnittsrechner für einen 1-, 2-, 3-Personen-Haushalt. Mhm. Ich habe im letzten Jahr ziemlich genau knapp 1.400 Kilowattstunden verbraucht.
Ja, wir zu zweit liegen so bei 2200 in Bremen. Das deckt sich ja ungefähr mit dieser Anlage. Ja, ne? Der Clou ist hier, wenn Sie diese Solarmodule anbauen und das eben dann auch installieren, gibt es so eine Pi mal Daumenrechnung, dass Sie damit ungefähr 20% Ihres Stromverbrauchs im Jahr abfedern können. Und das ist eine ganze Menge. Gerade mal, wenn wir jetzt mal von bei uns 2200 Watt ausgehen, Kilowattstunden ausgehen, 20% davon, ne, sind so knapp 400-500 Kilowattstunden. Ja. Und das mal 40 Cent, kannst du dir schon überlegen, das sind ungefähr 250 Euro. Ja, und richtig. Das ist der Strom, den ich jetzt mit der Strompreisbremse habe. Das ist also wirklich eine ganz interessante Sache. Da sehen Sie mal, dass sich diese Anlagen eben auch sehr schnell amortisieren. Das heißt, die haben ihren Einkaufspreis auch schon wieder raus nach einer Weile. Ein durchschnittlicher Zwei-Personen-Haushalt in Deutschland verbraucht etwa knapp 2900 Kilowattstunden Strom pro Jahr, sagt hier die Seite Solarstrom. Und erreicht man zum Beispiel durch zwei Module mit je 350 Watt, hier haben wir vier, 150 Watt, die gesetzliche Grenze von 600 Watt, kann dieser Haushalt maximal 20% des Strombedarfs pro Jahr decken. Und da sind wir in einem Bereich, der eben nicht mehr von der Strompreisbremse abgedeckelt wird. Mhm. Man sagt immer 80% des Vorjahres mit Strompreisdeckel, 20% dann der Rest quasi, der noch übrig bleibt, wird dann zum Arbeitspreis abgerechnet. Ich für meinen Teil habe also noch keine andere gegenteilige Information von meinem Stromanbieter bekommen. Derzeit liegt der Arbeitspreis bei mir, bei den Stadtwerken, bei 69 Cent und irgendwas Krummes dahinter. Das zahlst du für die 20%? Das zahle ich für die 20% hinten dran. Das würde bei mir, in meinem Haushalt, haben Sie mir eine Auflistung geschickt, nochmal knapp eine Nachzahlung von ungefähr 300 Euro ergeben im nächsten Jahr. Es ist unglaublich, was Sie hiermit sparen können. Ja, wo Sie auch sparen können, ist unser Pearl.de-Preis. Da haben wir nämlich unser Pearl-TV-Preis. Da haben wir nämlich ein begrenztes Kontingent. Hier sehen Sie mal den Pearl.de-Preis. Und ich finde, da ist schon die Ersparnis gigantisch. Wir sind hier bei knapp 715 Euro bei den Kollegen von Pearl.de. Ein absoluter Fabelpreis, muss man schon sagen, für eine Balkonsolaranlage, die Ihnen hier bis zu 600 Watt an Leistung bieten kann. Wir haben ein Sonderkontingent für knapp 540 Euro für Sie im Programm. Bitte schnell zugreifen, wenn das Thema Balkonsolaranlage, wenn das Thema Geldsparen für Sie aktuell ist. Denn jetzt aktuell sparen Sie nicht nur über die 0% Mehrwertsteuervariante, sondern natürlich auch über die günstigen Anschaffungskosten aktuell jetzt hier bei uns. Und natürlich hat sich so eine Anlage, so paradox wie es klingen mag, bei den gestiegenen Strompreisen doch deutlich schneller gerechnet als in den letzten Jahren. Das heißt, die amortisiert sich sehr, sehr schnell und das bedeutet, alles das, was danach kommt und die Anlagen sind alle auf viele Jahre ausgelegt, geht in Ihre eigene Tasche mit hinein. Übrigens die ersten beiden Anlagen logischerweise nach VDE-Normen und Anwendungsregeln geprüft. Und die zweite Anlage mit den 600 Watt und den vier Panels bekommen Sie mit der MW1287 und der 569 für knapp 540 Euro ab Lager, Porto und Versandkosten frei, also in wenigen Tagen bei Ihnen, dass Sie das schöne Wetter jetzt entsprechend noch ausnutzen können und ausnutzen sollten. Reden wir von unserem absoluten Kundenliebling derzeit. Wir haben eine weitere Anlage, die bis zu 600 Watt einspeist, aber die Panels sind noch ein bisschen größer dimensioniert. Die Panels sind ein bisschen größer dimensioniert und wir haben nicht vier Panels, wir haben nur zwei Panels. Wir haben die mal hinter uns aufgebaut. Das sind die großen, ne? Das sind die großen, die liefern jedes Panel, liefert hier tatsächlich 420 Watt. Jetzt sagen Sie, Mensch, wieso? Mein Inverter kann ja nur 600 Watt einspeisen, das stimmt. Aber wenn Sie mal von den 840 Watt ausgehen, die diese Panels einfangen können, verschenken Sie nichts, weil Sie nämlich jetzt auch, wenn mal eine Wolke am Himmel ist, wenn es mal ein bisschen bewölkt ist, dann eben nicht mehr 100% bekommen, sondern vielleicht nur noch 80% der Leistung und dann sind wir wieder bei diesen 600 Watt. 600 Watt ist so eine Grenze in Deutschland im Moment, das ist die Grenze für steckerfertige Solaranlagen. Deswegen haben wir das mit den 600 Watt. Auch die ist wieder ganz einfach zusammenzustecken. Das ist unser absoluter Topseller. Ja. Wir haben die Zahlen vom Wochenende bekommen. Das ist die Anlage, die sich am meisten verkauft hat. Klar, auch hier haben wir wieder ein Sonderkontingent, wo Sie nochmal richtig Geld sparen. Und jetzt gehen wir mal zurück auf dieses Discounter-Beispiel, sage ich mal. Das war 469 Euro, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, womit ich 350 Watt bekomme. Ich müsste also, um auf die Leistung zu kommen, mir zwei davon kaufen, wäre dann bei über 900 Euro. Da sehen Sie mal, wie gut unsere Preise sind. Ja. Sie kriegen auch beste Qualität natürlich. Die Solarpanel sind Fullscreen-Technologie. Das bedeutet,
gestaltet, dass da also kein Rahmen dran ist. Das heißt, wir haben natürlich mehr Platz für die Solarzellen selber. Da wird nichts vom Rahmen weggenommen und weil die halt rahmenlos sind, kann sich da auch nicht so viel Dreck sammeln. Das heißt, die bleiben also deutlich länger sauber, sind deutlich pflegeleichter. Die Solarpanels sind modernste Technologie. Das sind genau die gleichen, die bei uns hier heutzutage in Solarparks eingebaut werden. Und nochmal, es geht nicht einfacher, seine eigene Solaranlage anzubauen. Wir sehen das eben auch an den Bestellzahlen. Im Vergleich zum letzten Jahr sind wir da deutlich nach oben gegangen. Suchanfragen bei Google haben sich vervierfacht im Gegensatz zum letzten Jahr zu Balkon-Solaranlagen. Das ist ein Thema, was wirklich in aller Munde ist. Alle unsere Solaranlagen übrigens haben noch ein WLAN-Modul. Das heißt, du kannst jederzeit auf deinem Handy immer gucken, ja. Mensch, heute habe ich wieder so und so viel Geld gespart. Dann mache ich mir ein Hobby draus. Dann machst du dir ein Hobby draus. Das ist auch ein schönes Gesprächsthema. Absolut. Ne? Absolut. Ich möchte wetten, dass auch Sie wahrscheinlich im näheren Bekannten- oder Freundeskreis oder auch so mal im direkten Dialog vielleicht mit Ihren Nachbarn mal genau dieses Thema aufgegriffen haben und gesagt haben, Mensch, was zahlst denn du jetzt aktuell an Abschlag? Wie sieht es denn bei dir aus? Was hast denn du für einen Stromanbieter? Was zahlst du pro Kilowattstunde? Das sind so völlig gängige Gespräche, die man aktuell so führt. Zumindest ist es bei mir im Haus so und ich möchte wetten, bei vielen anderen zu Hause auch. Und da sucht man natürlich immer wieder nach Lösungen. Und ich bin mir sehr sicher, dass bei dem einen oder anderen in Ihrer Nachbarschaft schon eine Balkonsolaranlage in Betrieb genommen wurde. Und wenn da mal jemand dabei ist, dann lassen Sie sich doch ganz einfach mal so eine App mal zeigen. Und dann sehen Sie mal, was da unterm Strich bei rumkommen kann. Mhm. Und können vielleicht auch für sich mal eine Entscheidung treffen, ist das was für mich, ja oder nein? Wobei die Frage ist eigentlich relativ schnell beantwortet. Ja, natürlich ist das etwas, wenn du Geld sparen möchtest. Und ich glaube, bei den gestiegenen Gesamtkosten aktuell an der Tankstelle oder auch im Supermarkt, im Prinzip für alles, was das Leben irgendwie schöner macht, ist natürlich jeder drauf und dran, ganz einfach ein paar Euro zu sparen. Denn das, was man hier spart, hat man sicherlich an anderer Stelle dann doch eher mal im Portemonnaie. Und ich glaube, das kommt uns allen zugute. Also von der Anschlussmöglichkeit, sagen wir, in Betriebnahme genau das Gleiche. MC4-Stecker, die Panels zusammenstecken, verbinden. Stecker in die Steckdose. Und schon ist man eben hier, spart man Strom. In dem Moment, wo du den Stecker in die Steckdose steckst, erzeugst du deinen eigenen Strom, der auch benutzt wird. Nochmal, denken Sie mal drüber nach, was Sie an Geräten haben. Mindestens einen Kühlschrank haben Sie, die ganzen Standby-Geräte. Wenn Sie eine Wärmepumpe haben, auch so eine Sache. Ja, wir haben es ja eben kurz in dem Beitrag gesehen. Ja. Ja, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt nur mal so Pi mal Daumen gerechnet, das verdoppelt den Preis mitunter für die Stromrechnung pro Jahr. Ja. Ja, Nachtspeichergeschichten und so weiter. All diese ganzen Geschichten, alles was Strom braucht, von Wärmepumpen will ich jetzt gar nicht großartig anfangen. Aber Sie sehen schon, man hat so den einen oder anderen, sagen wir mal, Preistreiber in der Wohnung. Ich muss auch zugeben, ich habe so langsam aber sicher ein schlechtes Gewissen, wenn ich mir meinen Kühlschrank so anschaue. Der hat schon ein paar Jahre auf dem Puckel. Ja. Und mitunter ist das natürlich auch dann immer eine Frage, was braucht denn eigentlich so ein Gerät? Ich möchte wetten, wenn der 7, 8 Jahre alt ist, dann dürfte der heute irgendwo bei Energieeffizienzklasse XYZ liegen. Mhm. Dann ist vielleicht auch mal die Überlegung ganz einfach da, mal auf ein etwas neueres Modell umzusatteln, um da vielleicht auch noch ein paar Euro rauszuholen. Aber ganz ehrlich, es ist eigentlich fast, ich will nicht sagen, egal, was diese Gerätschaften brauchen, wenn sie ihren eigenen Strom selber nutzen können, aber man kann definitiv mit einer Solaranlage dann doch einen Großteil der Kosten schlicht und ergreifend abknabbern. Und ich möchte wetten, bei dieser großen Anlage hier, es wird mit ein Grund sein, warum sie so beliebt ist, sind sie natürlich auch hier deutlich dichter aufgrund der großen Panels an den 600 Watt, die ihr Theater liefern kann, dran. Wahrscheinlich deswegen mit ein Grund, warum unsere Kunden zugreifen. Hinzu kommt das Sonderkontingent zu diesem Spitzenpreis. Also für noch nicht mal 600 Euro eine TÜV Nord geprüfte Balkonsolaranlage. Das macht uns so schnell keiner nach. Ja. Nee, das macht uns so schnell keiner nach. Denken Sie mal drüber nach. Wir haben im Moment, also im Durchschnitt haben wir im Jahr, haben wir glaube ich 10 Sonnenstunden am Tag oder so, Tageslichtstunden. Da kriegen Sie jetzt bis zu 6000 Watt raus. Ja. Bei einer Kilowattstunde sind wir dabei deutlich über 2 Euro, was Sie jeden Tag an Strom sparen, an Stromkosten sparen können. Mhm. Ja, und wir sehen gerade hier den Preis bei den Kollegen bei pearl.de und dort sehen wir sind bei 806,71 €, finde ich schon ein super Preis, aber wir haben den nochmal richtig stark für Sie reduziert, eben gerade auf 599,99 €. Auch diese Anlage mit diesen riesengroßen 2 Solarpanel kommt versandkostenfrei zu Ihnen und
schauen Sie sich die mal an. Also die werden bestimmt von einer Spedition geliefert oder das ist der Fall, weil das schafft kein Paketbote einfach, die Solarpanel dann zu Ihnen zu bringen. Also auch das nochmal ein Riesenvorteil von uns. Direkt bestellen mit der MW1137 und der 569 hier mit der 0% Mehrwertsteuervariante. Und das gilt natürlich hier, wenn Sie es im privaten Wohngebäude oder an angrenzenden Objekten hier einsetzen. Und ich finde es auch super, dass man immer auf dem Handy nachschauen kann, wie viel man denn schon gespart hat. Das ist wirklich super. Ja. Ja. Das ist also wirklich eine Sache, da kann man den Strompreis dann angeben und sieht jeden Tag, Mensch, heute habe ich wieder 2 Euro, 1,50 Euro 50 gespart. Und jetzt denken Sie, mein Gott, na klar, für den Sommer ist das was. Jetzt ist Sommer, jetzt ist genau die richtige Zeit, damit loszulegen. Wir haben eben gesehen, das kann man am Balkon anbauen. Sie haben das eine Bild gesehen, wo es so aufgeständert wurde. Da braucht man vielleicht noch mal eine Kabelverlängerung. Auch die bieten wir Ihnen natürlich gerne an. Die Verlängerungskabel, die wir hier Ihnen anbieten, haben wir in 2, in 3 und in 5 Meter Länge. Achten Sie auf die Bestellnummer. Die gibt es natürlich auch hier mit dieser MW, mit dieser 0% Mehrwertsteuervariante dazu. Die haben auf beiden Seiten auch diese Stecker. Es ist nach wie vor ein Stecksystem, was Sie damit nehmen können. Das sind beste Kabel hier. Die haben richtig dicken Querschnitt hier und auf beiden Seiten eben diese MC4-Stecker, dass das wirklich nur zusammenzustecken ist. Eine ideale Ergänzung. Gucken Sie mal, wo Sie es hinstellen wollen. Ich finde die Lösung mit diesem Aufgeständert sehr, sehr interessant, wenn man eben einen Garten oder eine Veranda hat. Mhm. Es ist wirklich so. Man fährt so durch die Gegend, sieht immer mehr Solaranlagen aussprießen und denkt immer, Mensch, das wäre doch auch was für mich. Das ist richtig clever hier, den Strom zu sparen. Die haben alles richtig gemacht. Aber ich kenne das auch, man hat so Berührungsängste davor. Eine Solaranlage, mein Gott. Entschuldigung, man hört immer von Bekannten, ich will mir eine aufs Dach bauen. Das kostet dann 10, 20, 30, 40.000 Euro. Diese Anlagen sind auch toll, aber hier sowas ist viel effektiver. Sie haben die Anschaffungskosten viel schneller wieder drin und sparen dann eben richtig Geld. Und die können Sie aufstellen, wo Sie wollen. Die müssen auch nicht alle zusammenstehen, die Solarpanel. Sie können eins auf dem Balkon tun, das andere auf die Veranda. Dafür brauchen Sie halt diese Verlängerungskabel, die wir Ihnen hier anbieten, um das ganz einfach zusammenzustecken. Also einfacher geht es wirklich nicht. Manchmal muss man ganz einfach mal so den halben Meter oder was überbrücken oder vielleicht mal 2, 3 Meter. Deswegen bieten wir Ihnen die Verlängerungskabel, die maßgeschneidert sind für alle unsere Photovoltaikanlagen jetzt hier, die Sie gesehen haben in dieser Sendung, gerne in 3 verschiedenen Längen an. Mit 2 Meter Länge haben wir angefangen. 3 Meter sehen Sie jetzt gerade eingeblendet bei uns in der Grafik und 5 Meter haben wir natürlich auch noch für Sie. Wir können das immer schlecht entscheiden. Wissen Sie, Sie wissen selber, wo Sie da wohnen, wie die örtlichen Begebenheiten im Einzelnen aussehen. Man hat so in etwa ein Gespür dafür, wo sollen die Solarpanel denn eigentlich hin? Wo ist die nächste Steckdose und dergleichen? Übrigens die genauen Maße für die Kabellänge der Panels und auch für die Anschlussstecker, dann für die Steckdose vom Inverter heraus, finden Sie natürlich auch nochmal bei genauer Lektüre bei pearl.tv. Wenn Sie sich die ganzen Anlagen nochmal anschauen möchten, kriegen Sie all die erforderlichen Fakten. Nehmen Sie einfach mal einen Zollstock oder mal ein Metermaß und gucken ganz einfach mal, wie sieht das aus bei mir zu Hause, was bräuchte ich jetzt hier, und dann bestellen Sie die am besten gleich einfach mit dazu. Wenn die Anlage dann bis vor Ihre Haustür geliefert wird, nochmal, keine Speditionskosten, keine Lieferkosten, kein Porto, Versand, gar nichts, ab Lager lieferbar in wenigen Tagen bei Ihnen, so wie Sie sie heute hier bei uns gesehen haben, zu diesen fantastischen Preisen, die Sie heute hier kennengelernt haben, dann können Sie direkt loslegen. Und wenn mal ein 2 Meter oder 3 Meter Kabel fehlt, dann ist das direkt mit dabei. Ich glaube, hier für knapp 12, 15, 16 Euro sowas um den Dreh, das längste Kabel mit 5 Meter, mit 20 Euro. Glaube ich, macht man da definitiv alles richtig. Hier haben wir sie nochmal alle im Überblick für Sie. Ja. Nochmal, achten Sie drauf, wenn Sie irgendwo Balkon-Solaranlagen sehen, dass das alles stimmt mit dem Inverter, dass das alles stimmt mit den Leistungen der Solarpanel. Achten Sie drauf, dass das gute Qualität ist, dass Sie keinen Plastikinverter haben. Unsere sind alles beste Qualität. Die sind spritzwassergeschützt, die können Sie draußen anbringen, ganz normal. Sie wollen ja auch lange was von Ihrer Anlage haben, weil egal wann, aber irgendwann amortisieren die sich, und das hier bei diesen Balkon-Solaranlagen eben sehr schnell. 20% des Stroms kommt jetzt solar durch ganz einfach eine einmalige Ausgabe von ein paar hundert Euro, je nachdem, welche Anlage Sie wählen. Die mit den 2420 Solarpanel ist unser Topseller. Finde ich auch am besten, weil du hier eben wirklich diese Fullscreen-Technologie hast. Ein bisschen Spiel nach oben. Und hast ein bisschen Spiel nach oben. Das ist natürlich auch interessant im Winter. Im Winter scheint nicht so oft die Sonne, aber auch im Winter bekommen Sie Watt
Und jedes Watt zählt hier bei diesen Solaranlagen. Kommen wir mal zur Anbringung. Die Solarpanel selber sollten natürlich irgendwo sicher und fest angebaut werden. Da haben wir hier ein Viererset dieser Z-Halterung. Die heißen Z-Halterung, wenn Sie sich das angucken, haben die so im Querschnitt sind so Z-förmig ungefähr. Die passen genau auf unsere Solarpanel. Die Solarpanel sind vorgebohrt, die haben Löcher hinten drauf. Das brauchen Sie wirklich nur zusammenzuschrauben. Die Schrauben sind auch alle in dem Set mit drin. Sie brauchen eins dieser Vierersets pro Solarpanel. Das heißt, bei der ersten Anlage zwei Sets, bei der letzten Anlage zwei Sets und bei der mittleren brauchen Sie vier dieser Sets. Nochmal eine Zusammenfassung unserer Solarpanel. Es ist wirklich unglaublich, wie populär die sind. Wir sind auch ein bisschen davon begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil klar, das ist grüner Strom, das ist CO2-neutraler Strom hier, den Sie ganz, ganz einfach selber erzeugen können. Und hier sehen wir eben nochmal diese Z-Halterung. Die sind wetterfest, die halten Stürmen stand bis zu 110 Stundenkilometer aus Aluminium, witterungsbeständig, also perfekt, dass sie also ganz, ganz lange auch halten und sie nicht ihre Solarpanel irgendwann beim Nachbarn im Vorgarten finden. Also am besten direkt hier mitbestellen, dann hält das auf jeden Fall sicher und das will man ja auch, dass es einfach für lange hält. Schauen Sie einfach, wie viele Solarpanels Sie haben und dann dementsprechend hier auch zum TV-Sonderpreis bestellen. Unsere Z-Halterung bestellen Sie gerne mit der MW 1230 und der 569 und ja, das war jetzt alles ganz schön viel und vielleicht haben Sie gerade überlegt, wie viel Platz Sie haben, welche Anlage denn für Sie in Frage kommt. Fassen wir nochmal ganz gerne für Sie hier zusammen. Wir haben begonnen mit unserer Anlage mit 300 Watt, die hat zwei Solarpanels a 150 Watt jeweils. Die finde ich wirklich super klasse. Ja, du hast sie zusammengebaut. Sie haben gesehen, wie einfach das geht, die zusammenzubauen. Es sind steckerfertige Solaranlagen, die wir hier Ihnen anbieten zum TV-Sonderpreis. Muss man noch mal dazu sagen, Sie sparen richtig viel Geld hier mit unserem Sonderkontingent und können sich darauf verlassen, dass Sie hier auch Qualität bekommen mit voller Leistung. Ja, und dort sehen wir mal den Preis bei den Kollegen bei Pearl.de. Dort sehen wir, wir sind bei 546,21 Euro und Sie sehen jetzt Ihren Spitzen-TV-Sonderpreis. Der liegt hier bei 369,99 Euro in der 0% Mehrwertsteuervariante mit der MW 1278 und der 569 zu bestellen. Kommt auch versandkostenfrei zu Ihnen. Aber vielleicht haben Sie auch ein bisschen mehr Platz bei sich und dann hatten wir noch eine zweite Anlage für Sie. Ja, hier haben wir vier der gleichen Module, also doppelte Leistung mit 600 Watt und einen 600 Watt Wechselrichter. Nochmal, es ist eine steckerfertige Anlage. Das heißt, sie wird einfach zusammengesteckt. Beste Qualität, von der werden Sie lange, lange, lange profitieren. Diese Anlage liefert Ihnen bis zu 600 Watt Strom, den Sie nicht bezahlen müssen. Ja, wenn ich jetzt mal schaue hier, warte mal, jetzt gucken wir eben kurz bei Pearl.de vorbei, tun wir das ja, ne? Sind wir bei knapp 715 Euro bei den Kollegen von Pearl.de. Das ist für eine steckerfertige 600 Watt Balkon-Solaranlage, ein Spitzenpreis, vier Panels mit jeweils 150 Watt dabei, der Inverter mit bis zu 600 Watt Leistung, VDE, nach VDE-Normen und Anwendungsregeln geprüft. Und das hier mit, ich überschlage mal kurz, mal 40, 140, 150, über 150 Euro Preisersparnis in begrenzten Stückzahlen. Deswegen bitte, also wie lange wollen Sie warten? Bis Sie den November hinein bestimmt nicht. MW 1287 und die 569. Jetzt ist die richtige Zeit, aber vielleicht auch für unser absolutes Spitzenmodell. Das haben wir hier hinter uns aufgebaut. Hier sehen wir es mal sehr schön am Balkongeländer montiert. Da habe ich mal ordentlich Reserve drin. Ne? Da hast du Reserve drin, deswegen ist die etwas überdimensioniert. Das heißt, auch an wolkigen Tagen bekommen Sie hier volle Leistung. Hier sparen Sie über 200 Euro zum Pearl.de und unseren Katalogkunden. Die sind bei uns im Katalog und auf der Webseite sehr, sehr beliebt. Sie als Pearl-TV-Zuschauer bekommen exklusiv diesen Deal mit unserem Sonderkontingent. Den bekommen Sie sonst nirgends. Es ist genau jetzt die Zeit, hier zuzuschlagen. Ja, und die 840 Watt Anlage bestellen Sie auch gern und wir schauen auch hier nochmal zu Pearl.de. Dort sind wir bei 806,71 Euro, aber das müssen Sie hier nämlich auch nicht bezahlen, weil Sie ja gerade Pearl TV schauen. Und unser TV-Sonderpreis liegt hier bei 599,99 Euro für unsere 840 Watt Balkonsolaranlage. Die bestellen Sie gerne mit der 0% Mehrwertsteuervariante mit der MW 1137 und der 569. Und egal für welche Anlage
Anlage Sie sich jetzt entschieden haben. Sie haben es richtig gemacht, denn Sie sparen schon, sobald die Anlage jetzt in wenigen Tagen bei Ihnen ankommt und können dann auch natürlich immer auf dem Handy jeden Tag nachschauen. Das wird dann vielleicht auch mal ein neues Hobby. Carsten hat das erwähnt, finde ich auf jeden Fall super. Also es begeistert mich auf jeden Fall sehr doll. Ja, weil es so einfach ist. Es ist so einfach, Geld zu sparen und Strom zu sparen. Ja, einfach den Stecker in die Steckdose, die Solarpanels vernünftig befestigen. Denken Sie bitte an die entsprechenden Z-Halterungen. Und dann sparen Sie bares Geld dieses und noch viele, viele Jahre danach.